aber natürlich nicht das Intro vergessen. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier seht ihr dann auch, wie mein Tag gestartet hat, und zwar erstmal mit Wäsche abnehmen. Ich habe den Tag vorher neue Deko gekauft und die wollte ich euch hier mal zeigen. Hier packe ich sie gerade aus. Als nächstes wollte ich in ein Café gehen, um ein Video zu schneiden, und wie ihr seht, das Wetter war jetzt nicht so das Beste, aber es war auch nicht ganz so kühl. Also ich bin jetzt unterwegs, auch ohne Mikro. Dann noch mal schnell weiter in der Stadt, um ein, zwei Sachen einzukaufen. Und zum Abendbrot dann einmal vegane Käsespätzle. Ich habe das noch nie so probiert zu machen, auch vorher nicht. Hier seht ihr ungefähr, wie ich das gemacht habe. Ich habe nicht alles aufgenommen, aber naja. Und dann, ihr seht, am nächsten Morgen gab es sehr lecker Pancakes. Und ich hatte schon öfters überlegt, die zu holen, und dachte mir, na, wie gut kann es schmecken? Aber ich muss sagen, das war echt eine Hammernummer. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, ab und zu mal zu machen. Thank you.
Wir waren auf dem Flohmarkt im Mauerpark und wie man hier sieht, sind wir danach auch nochmal weiter, haben uns hingesetzt, ein bisschen gequatscht und sind danach dann nochmal extra losgefahren. Zum Alexa sind wir dann eigentlich auch nur gefahren, um dort nochmal umzusteigen. Und durch die Kanalisation. Also wir fahren jetzt demnächst wieder nach Hause. Und dann werde ich heute Abend das Video aufnehmen. Ich finde es hier räudig. Können wir kurz auf die Decken achten? Alle, die 1,80 oder größer sind, widerlich. Stimmt. Ja, und wie man hier gerade gehört hat, wollten wir eigentlich noch Blumen kaufen. Das ist uns dann auf den allerletzten Drücker eingefallen. Auf dem Weg zu U-Bahn haben wir dann nochmal die Blumen gekauft. Die hier finde ich schick. Am nächsten Morgen habe ich dann mal gedacht, gut, was kann man mal Neues probieren zum Frühstück oder beziehungsweise auch zum Mitnehmen, und zwar Kaiserschmarrn mit Dinkelmehl und Banane. Wie man hier auch schon sieht, es war einfach viel zu viel in der Pfanne und das ist dann vielleicht auch ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber im Endeffekt sah es dann doch eigentlich ganz gut aus. Ich bin dann am Nachmittag oder frühen Abend nochmal los und wollte dann einkaufen, war schnell nochmal im Café, habe mir da nochmal ein Brötchen geholt. Das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, sehr, es hat euch gefallen.